ihrer Menschen, unabhängig von Herkunft, von Religion, von Weltanschauung zusammenstehen. Ihr und nur ihr sind wir Lesben und Schwule genau am richtigen Ufer. Ihr Lieben, vor 2 Jahren hat der Bundestag die Ehe für alle beschlossen. Endlich, 2017. Das Europaparlament hat die Öffnung der Ehe für Lesben und Schwule schon 1994 gefordert. 1994, 23 Jahre vor dem Bundestag. Und genau so ein progressives Europaparlament brauchen wir jetzt wieder. Denn die Verteidigung der offenen Gesellschaft kann nicht heißen, den Status quo zu verteidigen. Wir brauchen Vorwärtsverteidigung. Jetzt erst recht mehr Integration in Europa. Jetzt erst recht voller Einsatz für Flüchtlinge anstelle dieser grauenvollen Abschottung. Jetzt erst recht mehr demokratische und soziale Teilhabe. Ihr Lieben, einige hundert Meter von hier ist das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und das Denkmal für die Sinti und Roma und das Denkmal für die Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen. Diese Orte erinnern uns daran, was geschehen kann, wenn Hass und Hetze eine Gesellschaft vergiften, wenn eine Mehrheit gleichgültig wird gegenüber dem Leben anderer, wenn sie Ausgrenzung und Entrechtung zulässt. Diese Orte sagen uns, es gibt kein Ende der Geschichte. Um Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde muss täglich neu gerungen werden. Und ein Tag wie heute gibt uns allen gemeinsam unendlich Kraft dafür. Deshalb wissen wir, die Zukunft gehört dem gemeinsamen Europa für alle. Die Zukunft gehört der Neugier aufeinander, der Freiheit, der Vielfalt und nicht den Gespenstern der Vergangenheit. Dankeschön.